Hallihallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie und wir haben zwei wunderschöne neue Unicorn-Karten für den 20. Juli 2011. Natürlich mal wieder aus einem Kartendeck von der Serene Virtue. Wunderschön zur Linken die erste Karte. Die sind wir übrigens beide heute aus der Verpackung gefallen. Die wollten unbedingt drankommen heute. Und da kam auf der linken Seite, wie gesagt, zuerst die Liebe. Die Antwort, die du suchst, ist die Liebe, sagen die lieben Einhörner erstmal. Und darum geht es jetzt verstärkt, wenn ich mich da einfühle, beziehungsweise wenn ich die Energie der ganzen Woche hier mal mit reinnehme, dann geht es jetzt einfach im Augenblick ganz verstärkt um Beziehungen. Und Beziehungen natürlich in jeder Form. Aber momentan ist wohl das Hauptaugenmerk so ein bisschen eher auf romantische Beziehungen zu legen. Also die zumindest jetzt mal ganz vorne dran. Und da soll die Karte jetzt ein Wegweiser sein. Letztendlich seinen Partner oder Menschen um uns herum liebevoller zu behandeln oder sehr liebevoll zu behandeln. Den liebevolle Gedanken zu schicken, damit können also Situationen einfach gut geheilt werden. Das muss also nicht ganz offensichtlich unbedingt stattfinden, also gerade wenn eure Liebsten vielleicht nicht unbedingt gerade da sind, nicht in der Stadt sind oder nicht erreichbar sind oder wie auch immer, dann schickt denen einfach ganz liebevolle Gedanken. Wenn ihr da irgendwie gerade in irgendwelchen Konflikten verstrickt seid, Streit habt oder was auch immer, seht einfach die Liebe und schickt gute Energie. Es ist wirklich sehr, sehr heilsam und kann die eine oder andere Situation sehr, sehr gut aufdröseln. Das tut es im Allgemeinen und ihr werdet euch sehr wundern, wenn ihr da wirklich gute Energie hinschickt und zwar konstant und ganz, ganz hingebungsvoll, dann werdet ihr euch wundern, was bei rumkommt. Also es ist unglaublich, was sich da oft dann für wundersame Wendungen, gerade wenn irgendwelche Konflikte oder Streitigkeiten oder dergleichen betroffen sind, was da plötzlich sich auftut vor einem an Positivem. Das zum einen. Die Karte kann auch bedeuten, dass einfach jemand nicht in der Lage ist, gerade euch zu sagen, dass er für euch liebende Gefühle empfindet. Und das solltet ihr auch wissen. Also es geht einfach wirklich rund ums Thema Liebe. Und da seid einfach wirklich offen. Seht die Menschen da wirklich in ihrem besten Licht und guckt einfach, wie ihr da wirklich eure gute Energie und liebevolle Energie da verschicken könnt. Zum anderen haben wir hier dann die nächste Karte mit Wünsch dir was. Das passt natürlich auch wunderbar dazu. Mach einen Wunsch und erwarte das Beste. In Bezug auf die Energie der linken Karte ist es jetzt so, dass momentan wirklich ganz, ganz magische Möglichkeiten da sind. Wir sollten die Energie, die jetzt die Woche gerade ganz besonders günstig für uns reinkommt, dazu nutzen, uns letztendlich die Situationen wieder ganz genau so vorzustellen, wie wir sie haben möchten und wieder mal nicht, wie wir sie nicht haben möchten. Es ist also jetzt auch ganz, wie soll ich sagen, hilfreich, wenn ihr euch mal einen Moment hinsetzt und euch gerade was jetzt Beziehungen anbelangt, euch mal in euch geht und sagt, was will ich denn eigentlich wirklich? Und euch das einfach von ganzem Herzen wünscht. Und das vielleicht ganz auf eure eigene Art und Weise mehr oder weniger in so eine Art Sack packt und das dann den lieben Engeln mitgibt. Und das wirklich ganz komplett verabschiedet und einfach in dem Wissen, es wird sich jetzt um euch, um eure Situation, um eure Lieben einfach gekümmert und dann loslasst. Also nicht heftig, wie wir dazu neigen, dann dran anklammern und nochmal 10.000 Mal hinterfragen, ob das jetzt dann auch wirklich klappt und überhaupt und warum und wieso und wie ihr es dann doch noch unterstützen könntet und doch noch tätig werden könntet, um den Wunsch irgendwie wahr werden zu lassen, die beste Unterstützung, die ihr leisten könnt, um eure Wünsche wahr werden zu lassen, ist, sie abzugeben, wirklich dran zu glauben, die Schwingung aufrecht zu erhalten bzw. herzustellen, so als wäre es bereits soweit und ihr freut euch bereits über das erhaltene Ergebnis oder die bereits manifestierte Situation.
Und dann freut ihr euch einfach. Und mit der Freude und mit der Vorstellung und mit dem Loslassen des Mangeldenkens über die momentan bestehende Situation, also sprich die Situation, wo dieser Wunsch jetzt im Augenblick halt noch nicht eingetreten ist, voll und ganz oder nur zum Teil oder wie auch immer, wenn ihr davon weggeht und euch wirklich in die Schwingung versetzt, der Wunsch ist bereits da, dann macht ihr alle Tore auf. Und letzten Endes ist es wirklich auch ganz wichtig, euch absolut in die Hängematte zu legen und sagen, ist das jetzt genial, die Engel? Die ganze geistige Welt kümmert sich jetzt darum, dass mein Wunsch in Erfüllung geht und ich brauche eigentlich nichts tun als kontemplativ, mich da rauszuhalten und einfach, wenn ich irgendwas dazu zu tun habe oder zu lassen habe, dann bitte einfach nur sehr, sehr, sehr positiv an die Situation denken, wie sie bereits eben der Wunsch ist. Und das war's dann auch. Das soll ich euch genauso weitergeben. Und in Bezug auf die linke Karte eben, auf die Liebe, ist es so, wenn ihr da wirklich den einen oder anderen Wunsch habt, und die Energie der Woche jetzt hier nutzt, was ich euch sehr, sehr ans Herz lege, dann wirklich stellt euch die Situation mit euren Lieben genauso vor, wie ihr sie haben wollt. Freut euch, freut euch, freut euch. Und das dürft ihr jetzt. Es ist alles zu eurem Schutz da. Der liebe Michael kommt jetzt wieder rein und sagt auch noch, er hält alle negativen Gedanken und Emotionen, somit die daraus entstehen, gerne von euch weg, sodass ihr euch ganz hingebungsvoll an das positive Ergebnis halten könnt. Und nichts anderes ist jetzt gerade mal angesagt für heute. Also, und dabei wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Das macht richtig Spaß, sich Situationen so vorzustellen und sich so zu fühlen, als ist es schon so. Genialst. Nehmt euch den heutigen Mittwoch dazu her und genießt den Prozess. Und wie gesagt, begebt euch da so richtig rein und freut euch einfach. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich mal wieder einen wunderschönen Mittwoch und freue mich auf euch wie immer. Bis morgen. Tschüss.